Jetzt starten gleich zwei Burschen, so nenn's ich immer. Ich hab sie einfach in mein Herz geschlossen. Die beiden gibt's eigentlich nur im Doppelpack, dem Freddy und dem Martin. Sie haben uns ihre neue Single mitgebracht. Mitten im Feuer. Ja, das fühle ich mich jetzt auch schon. Herzlich willkommen und einen Riesenapplaus für Fantasy! Mitten im Feuer. Mitten im Feuer. Hab ich wie geschworen. Nur ein Blick hab aus Kalkül bewusst verloren. Ich wusste gleich mit dir und mir, das muss Wahnsinn sein. Doch zum Glück lass ich mich gern auf sowas ein. Mitten im Feuer. Schon jetzt. Ich wünsche Ihnen erstmal einen wunderschönen guten Morgen und ich darf mir jetzt, glaube ich, den Freddy mal ausleihen, denn das Hitmedley, das müsst ihr gar nicht mehr üben. Ihr seid doch safe, oder? Komm zu, du wirst immer begleitet von einem herzlichen Applaus. Guten Morgen. Wow, ist das schön. Freddy. Wow. Mitten im Feuer. Mitten im Feuer. Ja. Ja, es wird jetzt auch feurig in unserer Starküche. Genau. Ich freue mich nämlich, dass wir heute gemeinsam kochen. Ja. Ich darf dich an unseren Tisch bitten. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt, mit mir zu kochen. Doch, ich freue mich ganz besonders, denn wir dürfen jetzt mal ein bisschen in das Foto- und Kochalbum deiner Vergangenheit schauen. Denn bei uns werden ja immer Gerichte mit Geschichte zubereitet. Und ich freue mich besonders, dass wir heute eben so einen Abstecher in deine Vergangenheit machen. Ja. Du bist aufgewachsen in Kroatien. Ja, ich habe da einige Jahre als Kind gelebt. Ja. Und dann ja ins Ruhrgebiet gezogen. Genau. Gell?
Ja, meine Eltern haben sich dann irgendwann entschieden, im Ruhrgebiet zu leben. Also ich bin aber auch in Deutschland geboren, in Essen. Mhm. Und habe, als ich 4 Jahre alt war, bin ich aufgrund einer Krankheit meiner Mutter, die musste dann lange zur Kur, haben die mich zu meiner Oma gegeben, nach Kroatien. Dort habe ich 1,5 Jahre gelebt und ein bisschen kochen gelernt schon. Ja, und die kroatische Küche hast du dann oft mit ins Ruhrgebiet gebracht. Deine liebe Oma Branka hat immer herrliche Sachen gekocht. Was waren denn so die Lieblingsgerichte aus deiner Kindheit? Ach, kreuz und quer. Nun war das ja auch nicht so, dass große Auswahl da war. Ich meine, meine Oma hatte einen Garten. Es wurde viel aus dem Garten gekocht. Ja. Fleisch gab es eher selten. Und also ich bin so ein Eintopfkind. Ich liebe Eintöpfe. Auch so. Ja. Das geht auch immer. Genau. Und wir werden heute zwar keinen Eintopf zubereiten, aber ein Gericht, mit dem du nur die schönsten Erinnerungen verbindest. Ja, wollen wir hoffen, dass danach nicht ein Eintopf daraus wird, wenn es misslingt. Du, also die Zutaten würden dazu auch passen, aber Eintopf gibt es nicht, sondern es gibt Sarma. Genau. Ein Gericht, für alle, die jetzt nicht wissen, was Sarma ist, nochmal kurz erklärt, eine Art Kohlroulade. Genau, das ist eine Art Kohlroulade, mit Ausnahme, dass der Kohl, mit dem wir diese Kohlroulade machen werden, in Salzlake eingelegt ist, über Wochen oder Monate hinweg. Und das ein bisschen säuerlicheren Geschmack hat. Das ist ein bisschen mehr so Kraut. Okay. Ja. Und immer wenn du dieses Essen quasi gegessen hast, dann hast du dich auch so ein bisschen zurück in die Kindheit vielleicht versetzt gefühlt. Genau. Das kroatische Lebensgefühl ist ja doch ein wunderschönes, oder? Es ist alles ein bisschen lockerer. Ja, das ist ein bisschen lockerer. Ja, es erinnert mich halt unglaublich an meine Kindheit. Und ich glaube, jeder erinnert sich gerne an die Kindheit zurück. Und es ist ein ganz toller Moment war das immer. Ich hoffe auch, dass wir, ich darf dich schon in unsere Küche bitten, dass wir heute... Ja, gerne, unbedingt. Geht es? Hast ja auch mitten im Feuer, ne? Dann brauchen wir erstmal ein bisschen Wasser, ist ja klar. Ja, ich bin auch ganz erwärmt. Und ich hoffe, dass wir es heute schaffen, dass du dich wieder kulinarisch ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt fühlst, wenn wir Sarma zubereiten. Also, was brauchen wir dazu, Freddy? Alles. Das, was hier steht. Ja. Also, das ist dieser eingelegte Kohl. Mhm. Dann ein bisschen Sauerkraut, was man eigentlich nicht unbedingt braucht. Aber ich mag es gerne, wenn man auch ein bisschen Sauerkraut reintut. Ja. Eier, Zwiebeln, Knoblauch unbedingt. Rote Paprika, Edelsüß, Vegetta ist eine kroatische Gewürzmischung. Ja. Gibt es eigentlich mittlerweile auch in Deutschland überall schon zu kaufen. Salz, Lorbeer. Ja. Tomatenmark braucht man auch nicht unbedingt, aber ich mag es. Salz, Reis und ein bisschen Mehl und Öl. Sag mal, hast du das schon mal für Martin gekocht? Habt ihr gemeinsam schon mal Sarma gegessen? Na, also Martin ist ja eher so ein Steak-Mensch. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Martin das auch gefallen würde. Das heißt also, wenn wir das gut hinbekommen, dann werden wir den Martin am Schluss unserer Sendung dann zum Essen einladen. Ja, ich bin gespannt, wie er reagiert. Ich stehe dir auf jeden Fall komplett zur Seite. Wir werden das schaffen und Sie dürfen sich freuen. Gegen Ende unserer Sendung werden dann hier köstliche Sarma hoffentlich auch sehr lecker schmecken. Ich bin echt gespannt. Ich auch. Weil es schon sehr exotisch ist heute. So erstmal eine andere Küche, da kocht man eh immer noch mal anders als zu Hause. Mhm. Und dann halt, kennst du auch Vorführeffekt. Ich kann ja auch alles daneben gehen. Lassen Sie sich überraschen zu Hause. Lassen Sie sich überraschen. Es wird auf jeden Fall spannend. Und spannend wird es jetzt auch, denn wir begrüßen nun einen Künstler. Ich glaube, der war noch nie bei Immer wieder Sonntags. Ist heute große Premiere. Okay, oh. Und seine große Leidenschaft waren schon immer der Sport und die Musik. Entschieden hat er sich für die Musik und mit seinem neuen Song, ich finde, das ist wirklich etwas Wahres. Er besingt nämlich, wie es im Leben oft so ist, dass man Hallo zu etwas Neuem sagt und vielleicht Ciao zum Alten und einfach das Neue. Kommt auf jeden Fall vor. Wir freuen uns und Ciao zur Vergangenheit, sagt er. Alexander Knappe und Ciao! Ob als Stuhlumkipper oder als Sänger, Vincent Groß. Wir wissen, was du meinst. Ne? Weißt, was ich du bist mein. Ganz groß, das wissen wir ganz schon. Ganz groß, Vincent Groß. Ja, und groß gekocht wurde auch heute in unserer Starküche. Lieber Freddy, ich muss ja mal eins sagen. Ich habe schon mit vielen Gästen kochen dürfen, aber du warst so ordentlich auch beim Kochen. Alles, was geschnibbelt wurde, wurde direkt wieder weggeräumt. Bist du so ein Typ? Ja, weißt du warum? Das hat einfach nur einen praktischen Sinn. Und zwar, immer wenn ich koche und es nicht gleich wegräume, dann ist es für mich schlecht, weil ich nach dem Essen mache ich einen Mittagsschlaf, bin ich immer ganz gesättigt. Und ich habe gerne, wenn es vorher sauber ist, dann kann ich länger schlafen. Ja, also das hat mir echt gefallen. Und wir haben ja heute ein Gericht gekocht, das du sehr, sehr liebst, das du aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend kennst, nämlich Sarma. Sarma aus Kroatien. Sarma, und es ist also eine Art Kohlroulade, gefüllt mit Hackfleisch, mit Reis. Genau, also Fleisch kommt auf jeden Fall rein, das haben wir eben eingangs nicht erwähnt, aber natürlich kommt auch Hack rein und Speck. Speck fängt an Mäuse. Wichtig, Also ich habe schon mitbekommen, der Martin isst gern Fleisch, ne? Also da muss schon ein bisschen was dran sein. Ja, ja,
Wenn es auch gut gemacht ist, noch Medium. Nee, also, das ist nicht Hackepeter halt. Man kann dazu ja Brot essen, aber du meintest, man kann auch Kartoffelbrei zum Beispiel. Man kann Kartoffelbrei, man kann es aber auch weglassen, weil da ist ja schon Reis drin, die Leute, die drauf achten. Aber generell, Brot tut es auch. Ne? Und es ist gut gewürzt, ne? Es ist schön viel Paprika drin, es ist dieses Vegetta, ne? Das genau. Gewürz drin. Genau. Und es ist vor allen Dingen ganz viel Liebe. Also wir haben uns viel Mühe gegeben, ich koste jetzt auch mal. Ja, stimmt. Und Larv ist ganz wichtig. Also das ist ein bisschen schaut es auch aus wie Cevapcici, ne? Ja, versteckt. Versteckt. In der Kohlroulade. Ein Cevapcici im Kohlmantel. Im Kohlmantel. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, diese wunderbaren Sarma oder Kohlrouladen oder wie auch immer man es nennt, es schmeckt wirklich hervorragend. Sie können auf die Immer-Wieder-Sonntagsseite klicken im Anschluss an die Sendung. Da ist es, genau. Im Anschluss an die Sendung werden wir dann das Rezept und auch viele schöne Bilder und lustige Bilder aus der Küche posten. Wir hatten nämlich richtig viel Spaß. Das habe ich schon gemerkt. Und er ist wirklich ordentlich in der Küche. Ja, was, super. Martin, was bist du für einen in der Küche? Auch ordentlich? Nein. Wir haben zu Hause so ein Abkommen. Ich auch nicht. Ich koche sehr viel, sehr gerne. Aber dafür muss meine Frau danach aufräumen. Okay. Ja. Gut, dass das bei uns nicht so ist. Eine Hand kocht, die andere wischt. Ja, so, also ich würde euch jetzt mal bitten, das Sommermahl hier kurz zu unterbrechen. Ihr dürft gerne noch ein bisschen nachtrinken. Wie habt ihr gerade so mitverfolgt mit Jürgen Drews? Also das war jetzt schon sehr emotional. Ne? Na, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir kennen Jürgen schon viele, viele Jahre persönlich. Und das ist ein so liebenswerter und ein toller Mensch. Und es ist schon ein bisschen Wehmut, wenn man jetzt weiß, dass er bald nicht mehr auf die Bühne gehen wird. Aber seine Hits machen ihn unsterblich, ne? Unsterblich. Ja. Also, eure Hits sind auch unsterblich. Aber ich hoffe, dass ihr die nächsten 50 Jahre noch bei Immer wieder sonntags dann kommen auftreten. Dann kommen die legendären Fantasies. Ja, es werden auch bei Immer wieder sonntags immer weniger Treppen, damit ich in 30 Jahren hier mit dem Rollator rauskomme. Ja, okay. Das ist ja ganz klar. Ne? So, also, auf die größten Hits freuen wir uns jetzt. Nochmal herzlich willkommen, Fantasy! Ich fühle dich.
die größten Hits von Fantasy auf dem Tretboot bis zum weißen Boot. Bis Gespenster der Nacht. Nochmal euer Applaus für Freddy und Martin. Fantasy!